mal so leicht. Ja, ne? Also dann kommen Sie ruhig mal rein. Ja, ne? Aber als Angeklagter haben Sie nun auf der Bank da vorne Platz zu nehmen. Ach, ne? Auf der Lübendorf, ne? Ja. Ach ja, auf der armen Sünderbank, ne? Ja. Ja, naja, ist nicht so schlimm, Frau Mühl. Oh, danke, Herr Wachtmeister, danke. Tschüss. Sag mal, was willst du denn hier? Ja, ich will doch gerne mal wissen, was Sie jetzt mit ihr machen, Tante. So, und inzwischen verkommt Hamburg in Schied und Dreck, ne? Stehen Sie bequem. Setzen Sie sich. Danke. Herr Wachtmeister, sind die Zeugen da? Jawohl, Herr Amtsrichter, die drei Zeugen sind erschienen. Na ja, da kann es ja losgehen, ne? Na, kommen Sie mal her. Stellen Sie sich mal hier hin. Gern, Herr Präsident. Die Bezeichnung Amtsrichter genügt schon. Ich habe euch ja auch mal bloß gut gemeint. Ja, ja, ja. Also, Sie sind die verwitwete Ehefrau Wilhelmine Pauline Dorothea Lührs, geboren am 10.06.1903, wohnhaft Hamburg 36, Kaffermacherei 10. Sie sind bisher unbestraft. Oh, ich möchte euch ja auch gern bleiben, geehrter Herr Amtsrichter, ne? Ja, das wird ja die Verhandlung mal erst ergeben, ne? Ja. Haben Sie einen Anwalt genommen? Einen Anwalt? Oh, Sie mein Verteidiger. Ja. Och, nee, wozu? Den brauchen doch bloß die Leute, die das nötig haben, dass er sie wieder ohne Schied tritt, ne? Oh nein, Entschuldigung, ich meine, dass er sie wieder aus der Schacht.